Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Freitag. Ich hoffe, ihr hattet schöne Osterfeiertage und konntet das ein bisschen genießen. Bei uns gab es zumindest an einem Tag schönes Wetter und das war glücklicherweise Ostersonntag, dass man wirklich das Osternest auch schön verstecken konnte und ja, mein Sohn es dann auch suchen durfte. Und genau. Ansonsten, ja, war meine Woche recht unspektakulär tatsächlich. Ich habe gar nicht so viel am Basteltisch verbracht, aber ich habe trotzdem für euch ein paar Inspirationen vorbereitet. Ich werde euch aber heute noch ein paar andere Sachen zeigen, denn unter anderem ist öfters mal das Thema Nylongarn und auch diese Boxen für das Nylongarn-Thema. Und ich werde euch einfach mal später meine bisherige Nylongarn-Sammlung zeigen. Das hat auch den Hintergrund, dass ihr euch das mal im Video abfotografieren könnt, denn ich habe schon festgestellt, dass es manchmal nicht so einfach ist, das Nylongarn anhand von Bildern im Internet auszuwählen oder manchmal sah es dann doch anders da aus. Deswegen dachte ich zeige euch das mal. Das ist vielleicht für den einen oder anderen auch interessant. Ja, und ansonsten haben wir heute das Thema: Zu Hause ist es am schönsten. Und es gibt ein paar schöne Stempel und Stanzen zu diesem Thema. Und ich würde sagen, ich lege mal los. Und zwar mit dem Mittwoch-Spezial. Da gab es ja diese Woche diesen coolen Erdbeeranhänger. Da habe ich ja euch auch ein bisschen mitgenommen beim Werkeln. Das ist der große Erdbeeranhänger. Und das ist so, dass ihr den dann quasi hier einmal in der Mitte falten könnt. Und dann habt ihr hier so eine klappbare Erdbeere. Und ich habe daraus ein bisschen was gewerkelt. Einmal nehme ich diese Verzierung für Glückgläser. Hier rutscht nur leider immer der Löffel weg, weil ich den nicht richtig fixiert habe. Hier ist es ein bisschen besser. Und dann habe ich das hier mit solchen Clips so gelöst, dass man das hier schließen kann. Und hier drin ist dann aber noch ein Spruch: Für jeden Tag ein bisschen Glück. Den fand ich nämlich sehr, sehr passend. Und dann hat man hier ein sehr, sehr schönes Mitbringsel wieder. Beziehungsweise bei mir wird es meine beste Freundin bekommen, weil die etwas krank war. Und die liebt die Marmelade auch sehr. Und deswegen fand ich das so passend. Und dann habe ich hier auch immer diesen Löffel bestempelt. Ja, also. Und ein bisschen die Erdbeere mit Aquarell angemalt. Ich habe aber noch eine zweite Variante dann im Laufe der Woche gebastelt. Ich stelle es mal so hin, dann könnt ihr das noch sehen. Und zwar habe ich hier noch solche kleinen, ja, was weiß ich, wie nenne ich es, Goodies oder so kleine Mitbringsel gewerkelt, auch mit der Erdbeere, weil es gibt ja von Haribo unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Das muss man ja mittlerweile echt immer sagen. Hier solche Erdbeerteilchen verpackt und dann einfach hier bisschen aufgehübscht und den Erdbeeranhänger diesmal einfach nur aus rotem Cardstock ausgestanzt und hier oben dann ein bisschen grün, bisschen Nylongarn drumherum und dann hier einen Tag mit einem Spruch, der kommt heute in den Shop, zeige ich euch gleich, und dem kleinen Häschen hier, könnt ihr das eigentlich sehen? Ich muss das mal hier kurz ein bisschen zur Seite räumen. Mit diesem Häschen von dem Set von Emma Pünktchen, ich glaube, das nennt sich Hasen, Hallo Hasi oder so. Nee, Herzhase. Genau. Und wenn ihr hier das Ei wegschneidet, dann könnt ihr diesem Hasen eigentlich alles Mögliche in die Hand drücken. Und es sieht so ein bisschen aus, als würde der das festhalten. Und das fand ich ganz süß. Weil ich muss sagen, Hasen sind klar das Symbol für Ostern, aber ich finde, Hasen eigentlich gehen immer, wenn es um das Thema niedlich geht. Und da sind die einfach sehr, sehr süß, die zwei. Und deswegen habe ich das einmal, hab ich das einmal hier so gemacht, dass der Hase hier dieses Schild in der Hand hält. Zum Thema Erdbeeren gibt es auch noch eine Schablone im Shop, und zwar diese hier. Das ist Designline Erdbeere. Da könnt ihr euch mit Distress Oxide zum Beispiel solche Erdbeeren in den Hintergrund machen. Ich habe das auch schon mal als Video gemacht. Wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich euch das nochmal. Da habe ich nämlich damals alle Fruchtstencil, die es gab, mit Distress Oxides bearbeitet und ein bisschen gezeigt, wie man da das schön gestalten kann. Deswegen, also ich hoffe, ich vergesse das nicht zu verlinken. Da könnt ihr mal schauen, wie ihr mit dem Stencil zum Beispiel auch arbeiten könnt. Genau. So, dann war das einmal das Mittwoch. Spezial von dieser Woche. Ich liebe ja Früchte und das macht mir immer so, so viel Spaß, damit zu basteln. Und ich freue mich auch schon, ich hatte euch ja schon die Zitronensachen gezeigt und da möchte ich auch noch was Schönes mitmachen.
Genau. Ansonsten lege ich mal los mit den Neuheiten. Da ist es heute so, da muss ich das einmal kurz sortieren. Gibt es heute diese drei Stempelsets? Und wer so ein bisschen aufmerksam war, der müsste sehen, wofür die sind. Das ist nämlich einmal hier das Stempelset Moin, das Stempelset Strand voller Glück und einmal das Stempelset Meerblick. Und es gab ja einmal diese Auflegerstanzen hier. Das sind die Häuserfronten. Und das sind nämlich genau die passenden Stanzen zu diesem Stempelset. Ne, das passt dann hier genau drauf, wenn ihr das ausstanzt und draufstempelt. Und die wiederum passen zu diesen Häusern, die es schon seit Weihnachten im Shop gibt. Es ist hier einmal Adventshaus 1, Adventshaus 3 und Adventshaus 2. Und da seht ihr das schon, ne? Das passt dann hier wieder drauf. Das hier passt dann hier wieder drauf und das hier dann eben hier drauf. Ne? Also da könnt ihr das richtig schön dekorieren. Und ich habe das auch getan. Ich muss nur mal hier ein bisschen wieder Platz schaffen. Einmal kurz zur Seite räumen. Denn mein Schwiegervater hat diese Woche Geburtstag gehabt. Und das ist ja ein Nordlicht, wie ich es immer so schön nenne. Ja, denn die Familie kommt nämlich ursprünglich aus dem Norden und da konnte ich nämlich das hier wunderschön verwenden. Ich zeige euch aber erstmal die Stempelsets etwas genauer, dann zeige ich euch, was ich daraus gemacht habe. Also bei dem Stempelset Moin habt ihr nämlich auch noch richtig schöne Schriften mit dabei. Unter anderem das Wort Moin, Himmelblau, hier nochmal Moin ein bisschen kleiner. Für dich, Herzensmensch, das ist ein sehr, sehr schöner Stempel und den habe ich ja auch hier verwendet gehabt für diesen Goodie hier. Dann einmal Sunny Side Up, hab einen tollen Tag, Sonnenschein und gute Laune. Dann hier so ein Häuschen und dann eben diesen Stempel für diesen Aufleger, wo ihr dann zum Beispiel das hier reinstempeln könnt. Und das hier sind, glaube ich, auch, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich glaube 1,5 Inch. Da könnt ihr euch zum Beispiel auch einen Kreis ausstanzen, das draufstampeln und ein bisschen höher setzen. Das habe ich nämlich so gemacht. Dann gibt es einmal dieses Set hier, das finde ich auch wunderschön. Das ist Strand voller Glück. Da habt ihr einmal hier dieses Gestreifte. Dann den Spruch: Für dein neues Lebensjahr wünsche ich dir ein Meer voller Möglichkeiten, Rückenwind und neue aufregende Abenteuer. Alles Liebe und Gute für dich. Dann gibt es etwas Schöneres als Familie, Freunde und das Meer. Ich wünsche dir einen Strand voller Glück. Und jeweils könnt ihr das hier immer in dieses Halbrunde reinstempeln. Das habe ich auch verwendet. Und dann gibt es einmal noch das dritte Set. Das ist Meerblick. Und da habt ihr einmal die Streifen ganz dünn und dann etwas vertikal. Dann Meerblick, Glück Ahoi, ein Anker und a very happy birthday. Und ich finde auch hier wieder Meerblick und Glück Ahoi. Das sind so wunderschöne Schriften. Das sieht so, so hübsch aus. Ja, und ich habe jetzt hier zwei Strandhäuschen draus gebastelt, würde ich es mal nennen, beziehungsweise es sind Verpackungen. Denn ich habe den Unterteil mir noch selbst dazu gebastelt, weil ich muss sagen, bei diesen Häuserstanzen hat mich gestört, Moment, ich zeige euch mal die andere, dass die eigentlich hier oben geöffnet werden. Und das ist für mich immer so ein bisschen, weil das ist so ein bisschen labberig und unstabil, mag ich nicht so gerne. Deswegen habe ich das hier oben einfach komplett zugeklebt und habe mir dann hier unten einen Unterbau gebastelt, damit ich es hier nämlich als Verpackung nutzen kann. Ja, und dann kann man nämlich hier zum Beispiel Süßigkeiten reinpacken oder hier zum Beispiel passt auch so ein Duschschaum rein und ja, habe das einfach so ein bisschen dekoriert und am Ende habe ich einfach darauf geachtet, dass das eine Linie ergibt hier unten. Und ich habe auch noch, kann ich euch auch kurz zeigen, noch mir das Wort Moin gegossen. Das kann man dann davor stellen. Also das alles wird auf ein Tablett angerichtet und ein bisschen noch dekoriert. Und dann kommt dann noch die Schrift Moin davor. Und dann ist das ein richtig schönes Geschenkset, wie ich finde. Und auch absolut männertauglich, weil es ist ja nordisch. Und das geht für alles. Und ich habe hier
Dann diesen Kreis, wie gesagt, einmal ausgestanzt und höher gesetzt, damit ein bisschen Dimension reinkommt. Ich habe natürlich darauf geachtet, dass alles so ein bisschen harmonisch ist von den Farben. Und die Schriften habe ich hier jeweils immer embossed. Die Enamel Dots sind die neuen, die es gibt hier mit den Matten. Da habe ich einmal Weihnachtsrot und Marineblau verwendet. Beide haben sehr, sehr schön dazu gepasst und sind einfach so schön. Ja, und ansonsten ein paar Colliro-Sprenkler in der Farbe Moongold und ein bisschen maritime Deko, was ich hier noch zu Hause hatte. Weil ich bin, muss ich ehrlicherweise sagen, nicht so ganz super ausgestattet, was so maritimes Basteln angeht. Und dann musste ich einfach das verwenden, was ich hier habe. Und ich glaube nicht, dass es die Sachen hier noch gibt. Aber es gibt ja ganz viele andere Stanzen zum Thema maritim. Ja, und dann kann man sich das hier zum Beispiel so hinstellen oder bündig oder weiter hinten. Das ist dann Geschmackssache und ich finde es einfach eine sehr, sehr süße Geschenkverpackung. Das ist heute auch unser Watch Me Craft für diese Woche. Und da basteln wir einmal dieses hier zusammen. Die sind aber analog und ich schreibe euch auch die Maße von diesem hier unten in die Infobox rein. Dann könnt ihr die auch nachwerkeln, wenn ihr das möchtet. Und dann kann man natürlich auch noch ein drittes Haus, viertes Haus dazu basteln. Da ist ja dem Ganzen keine Grenze gesetzt. Aber für mich reichen die zwei. Und auch mit diesem Board Moin, das passt hier wirklich perfekt vorne dran. Ich kann euch mal ein Bild hier oben einblenden. Dann könnt ihr das auch mal sehen, wie das im Ganzen aussieht. Ich habe zwar noch nicht das Tablett gemacht, aber ja, das sieht schon ganz nett aus. Genau, dann kann das einmal zur Seite. Und dann gibt es heute noch dieses Stempelset von der lieben Steffi von Stilfein Design. Das ist zu Hause ist es am schönsten. Da habt ihr einmal ein schönes Home, Lieblingsplatz, finde ich auch richtig schön. Zu Hause ist es am schönsten. Dann hier so ein Eukalyptuszweig, Home und Happy. Auch das Happy finde ich richtig toll. Und hier so drei Häuschen. Aktuell habe ich tatsächlich nichts, womit ich das verwenden kann. Wir sind zwar selber hier erst vor ein paar Monaten eingezogen, aber ja, habe jetzt aktuell niemanden, dem ich sowas schenken könnte. Deswegen habe ich da tatsächlich erstmal nichts mitgemacht. Dann gibt es nochmal das Set von Frau Blütenstempel von Andrea. Das ist neues Zuhause. Da habt ihr hier Home Sweet Home. Finde ich auch sehr cool, weil es so geskribbelt ist. Da, wo sich das Herz wohlfühlt, ist das Zuhause. Das finde ich, kann man jetzt auch für alles andere verwenden, weil für mich bedeutet zu Hause nämlich auch, bei dem Menschen mich wohlzufühlen. Ja, oder ja, wie soll ich sagen? Also, ich fühle mich bei dem Menschen wohl und der ist auch mein Zuhause. So rum kann man es vielleicht besser verstehen. Genau. Herzlichen Glückwunsch zum Umzug. Wunderschöne Momente im neuen Zuhause. Viel Glück in den neuen vier Wänden. Glückwunsch zum neuen Haus. Happy New Home. Neues Zuhause, neues Glück. Ja, und hier unten dann auch noch mal eine schöne Häuserreihe. Dann gibt es noch ein drittes Set. Das ist dieses hier von Carola aus Carolas Bastelstübchen. Das ist New Home. Und da habt ihr auch noch mal ganz viele schöne Texte und Häuschen dabei. Unter anderem zum Einzug für euch. Brot und Salz, die besten Wünsche, Gottes Segen ins neue Haus, alles Liebe. In die WG, in die neue Wohnung. Herzlichen Glückwunsch. New Home, endlich angekommen. Ganz viel Freude im neuen Heim. Wir freuen uns mit euch. Home, die besten Wünsche zum Richtfest. Heimat ist da, wo das Herz zu Hause ist. Also, das ist eigentlich auch der gleiche Spruch von der Aussage her wie das. Und dann gibt es hier so eine große Häuserreihe. Und hier nochmal ein Schlüssel, Sternchen und auch hier kleine Sternchen. Dann hier die Pünktchen und Herzchen. Ja, ein richtig schönes Set. Genau. Dann gibt es noch etwas neues Papier. Genau. Denn es geht weiter mit der neuen Reihe der Basic-Papiere. In diesem Fall ist es jetzt diesmal die Farbe Basic Blush. Und das ist meine Lieblingsfarbe bei diesen Basic-Papieren. Und ihr habt hier wieder, ich habe es immer doppelt gemacht. Ihr habt hier wieder die typischen Designs, Sternchen und hier diese Karos, Pünktchen und dann die Streifen, dann die Apfelkernchen und hinten dran die Schrift. Dann einmal dieses Zeitungsmäßige mit diesen Blümchen
Genau, das sieht dann auf der Rückseite so aus. Dann die Sterne und dieses Unifarbene. Dann einmal diese Doodle-Linien und die Sterne. So, komm her. Genau, und das ist dann auf der Rückseite einmal umgekehrt und dann einmal nochmal die Pünktchen und die schmalen Streifen. Also ich mag diese Basic-Papiere wirklich sehr, weil man zum Beispiel perfekte Alben damit machen kann, weil man dann sehr viel Variationsmöglichkeiten hat, die Seiten zu gestalten und ist immer in der gleichen Farbfamilie. Das finde ich immer sehr, sehr ansprechend und schön. Und ja, deswegen, ich habe auch schon, also ich bin schon fleißig an einem Album dran. Das zeige ich euch aber dann logischerweise erst, wenn es fertig ist. Und das dauert noch ein bisschen, weil so Alben sind ja jetzt nicht gerade so schnell gemacht. Und dann zeige ich euch jetzt mal die Nylon-Garn, ja, Kollektion, die ich mittlerweile habe. Ich lege euch das mal so gut ich kann hier hin. Es wird ein bisschen reflektieren, weil das Licht da drauf kommt. Aber es ist auch so, ich habe einige Garne mittlerweile. Aber ihr dürft nicht vergessen, ich bastel ja jetzt auch schon ein paar Jahre und ich habe das immer so gemacht, dass ich einfach immer, wenn ich bestellt habe, mir ein oder zwei Garne einfach dazugepackt habe. Und über die Zeit hat man dann auch einfach eine riesengroße Sammlung. Diese Kästen, das ist ja die meistgestellte Frage, wenn ich diese Kästen zeige, die gab es, manchmal gibt es sie noch bei Teddy oder Woolworth. Und ich habe, also ich finde die einfach perfekt, muss ich sagen, für die Nylongarde. Man kann sie wunderschön einsortieren und dann auch beschriften. Manchmal habe ich auch Farben schon wieder umgetauscht, weil ich da noch einen dazu gekauft habe. Und dann gibt es hier dieses Set noch. So, die sind relativ neu. Die hatte ich ja mitgenommen beim Designteam-Treffen. Hier dieses Neon Pink und Koralle habe ich gesehen. Das waren zum Beispiel so Farben. Das meinte ich damit. Also im Shop hat mir die Farbe irgendwie nicht so gefallen. Und es gibt ja noch diese tolle Nylon-Garn-Farbkarte. Und da markiere ich mir zum Beispiel immer, welche Farben ich schon habe. So, da muss ich jetzt die neuen zum Beispiel noch eintragen. Da habe ich jetzt hier zum Beispiel das Neon Pink von. Da kann ich mal hier noch ein Kreuzchen machen. Ja, muss ich dann nachher nochmal durchgehen. Und da meine ich das, ne? Also hier würde man jetzt nicht unbedingt sehen, wie cool diese Farbe ist. Und deswegen habe ich mir überlegt gehabt, dass ich euch das einfach mal zeige. Dann könnt ihr euch das mal fotografieren, in der Hoffnung, dass man das gut sieht. Und könnt mal schauen, ob da für euch vielleicht noch Farben dabei sind, die ihr jetzt nicht so gut einschätzen konntet über den Shop. Und genau, denn ich muss sagen, so, das sind einfach so auch meine Farben. Ich habe nicht alle, aber zum Beispiel hier Knallpink und Neonpink sind halt schon sehr unterschiedlich. Und auf der Farbkarte, finde ich, kam das nicht so extrem rüber, ne? Also man kann jetzt nicht so extrem sehen, wie unterschiedlich die sind. Wobei die Farbkarte natürlich schon eine sehr gute Hilfe ist, weil wenn ich jetzt zum Beispiel hier Oliv nehme, dann kann man schon sehen, dass das ähnlich ist. Aber es ist halt einmal auf Papier ausgedruckt und die Farben kommen logischerweise nie eins zu eins so rüber. Aber die Nylon-Garn-Karte ist für mich auf jeden Fall schon mal also die erste Hilfe, damit ich überhaupt aussuchen kann, welche Farben für mich in Frage kommen, weil ich halt einfach so eine komplette Übersicht habe über alle Farben, die es gibt. Genau. Und es gibt ja dann auch noch die dünnen Nylongarne. Die habe ich aber jetzt mal nicht rausgeholt, sondern ich wollte euch einfach mal die großen hier zeigen. Ja, ich habe ja vor kurzem mir erstmal hier Gelbtöne zugelegt. Da hatte ich nur Zitrone. Und Zitrone ist zum Beispiel auch so eine Farbe, die ich sehr, sehr gerne mag. Gerade jetzt für Frühling und Sommer, wenn es so auch so dieses Thema so ein bisschen spritzig ist, so Cocktails, Garten, da finde ich, passt das immer sehr gut. Aber ich muss auch sagen, das hier habe ich auch erst vor kurzem bestellt. Dieses Limonengras gefällt mir auch sehr, sehr gut. Das ist nämlich so ein leicht gedecktes gelbliches Grün. Und das finde ich in Kombination zum Beispiel mit dem Thema Zitrone sehr, sehr passend. Ansonsten bin ich ja eher der Typ für so gedecktere Farben. Ich bin ja so Herbstmensch und mag auch alles so, was Brauntöne angeht. Deswegen habe ich, glaube ich, davon auch am meisten. Ja, ein paar Blautöne. Ja.
Also ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit der Auswahl mittlerweile, weil ich eigentlich für jedes Projekt jetzt immer eine Farbe habe, die ich verwenden kann. Ich bin ja auch jemand, ich kombiniere immer zwei Farben gerne. Wie jetzt zum Beispiel hier bei diesem Anhängerchen, da habe ich einmal Seegras genommen und das Peridot-Grün, weil ich das immer schön finde, wenn man so eine hellere Farbe und eine dunklere Farbe kombiniert. Außerdem, wenn ihr zwei Nylongarn nimmt oder auch zweimal die gleiche Farbe, ist egal, dann könnt ihr viel besser das Schleifchen binden und es sieht ein bisschen schöner aus und ist ein bisschen voluminöser, als wenn das nur ein Band ist. Deswegen nehme ich immer zwei. Genau. Dann könnt ihr euch einmal ein Bild machen, wenn ihr wollt, aber habt ihr ja vielleicht auch schon. Deswegen, ich packe das mal wieder weg, damit ich das gleich wieder einsortieren kann. Den Turm hier. Und die passen halt auch, diese kleinen Schächtelchen, super gut in diesen Alex-Schrank von IKEA. Den haben ja sehr, sehr viele Bastler. Und das ist schon eine schöne Staumöglichkeit, um dieses Garn aufzubewahren. So, dann war das einmal das. Und dann möchte ich euch nochmal eine Sache zeigen, die ich auch die Woche gebastelt habe, weil ich bin auch so ein bisschen wieder mal. Es gibt ja immer so verschiedene Phasen in der Bastelszene. Und bei mir ist es gerade zusätzlich zum Kolorieren, das ist ja bei mir eine Dauerphase, die Distress Oxide-Phase. Ich hatte euch ja letzte Woche dieses tolle Kärtchen gezeigt mit dem Pop-up-Bär, also die Pop-up-Karte mit dem Bären. Und da habe ich ja seit langer Zeit mal wieder die Distress Oxides rausgeholt. Und da war ich irgendwie so angefixt, dass ich diese Woche noch eine Karte gemacht habe. Die hat jetzt nichts mit Kreativdepot zu tun, aber ich möchte euch einfach mal zeigen, was man so Schönes mit den Distress Oxides für Hintergründe gestalten kann. Denn da habe ich nämlich vier Distress Oxides Farben genommen. Und die wiederum gibt es ja alle im Shop von Kreativdepot. Und zwar hatte ich hier Peer Paint. Ah, da habe ich schon mal den falschen Deckel drauf. Das ist schon mal super. Genau, muss ich mal hier. Also, Rustic Wilders Peer Paint, Old Paper und diese neue Scorch Timber Farbe verwendet, um diesen Hintergrund zu gestalten. Und da habe ich auch noch eine richtig tolle Colliro Farbe verwendet. Die muss ich auch mal zeigen. Moment. Die ist nämlich richtig toll. Habe ich auch schon ein paar Mal verwendet, aber jedes Mal, wenn ich die in Verbindung mit, Entschuldigung, dass es so raschelt, in Verbindung mit Grün, finde ich die nochmal besonders toll. Und zwar ist es hier die Golden Meadow Farbe und die ist einfach so richtig mega, mega schön. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen. Die habe ich hier nämlich fleißig drüber gesprenkelt. Ja, und die Distress Oxides, die sind so, die sind super schöne Farben und ich arbeite wirklich viel zu wenig damit und das ist einfach ja viel zu schade und deswegen, wenn ihr Lust habt, schreibt mir es doch gerne mal in die Kommentare, ob ich mit euch mal was mit den Distress Oxides machen soll, denn da bin ich ja im Moment on fire und habe da auch schon eventuell eine Idee, was ich mit euch machen könnte, denn das stand eh noch auf meiner Liste für Ideen für euch. Und deswegen schreibt mir das einfach gerne mal und dann zeige ich euch, wie ihr ganz, ganz einfach auch so einen Hintergrund machen könnt. Weil im Prinzip habe ich da nur eine Stanze verwendet. Die gab es mal als Mittwochspezial bei Kreativdepot. Das ist nämlich eine von Studio Light. Und da könnt ihr euch hier so einen richtig tollen Dschungelhintergrund einfach gestalten. Und das geht dann mit dem Distress Oxide einfach super schnell und easy. Genau. Also, ihr Lieben, wer da Lust hat, schreibt es mir, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare. Und ansonsten bin ich schon fertig für diese Woche. Mehr gibt es diese Woche gar nicht. Und dann würde ich sagen, wer Lust und Zeit hat, wir basteln einmal diese Verpackung. Und dann wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns zum nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Hallo ihr Lieben, ich möchte heute wieder mit euch mit den Neuheiten von dieser Woche basteln. Und das ist ja so ein bisschen maritim angehaucht. Für mich immer eine Herausforderung, weil ich komme ja aus dem Süden, da gibt es nur Berge. Aber ich habe mir überlegt, dass wir heute ein paar schöne Verpackungen werkeln. Und zwar
gibt es ja diese, wo ist das andere? Diese drei neuen Stempelsets. Und das sind ja Stempel, die zu den schon vorhandenen Stanzen hier passen. Und zwar zu diesen hier. Das sind die Häuserfronten. Da passt das nämlich genau mit den Stempeln. Und die Häuserfronten wiederum, das sind ja die Stanzen für diese Häuser, die es schon eine ganze Weile im Shop gibt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die kamen Weihnachten noch mit raus. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall gibt es sie noch nicht so ganz lange. Und zwar, ja doch, Weihnachten. Adventshaus 3, Adventshaus 2 und Adventshaus 1. Genau, also die kamen zum Advent raus. Aber sie sind natürlich auch ein bisschen anders dann nutzbar, wenn man natürlich jetzt hier diese wunderschönen maritimen Stempelchen damit verwendet und diese Aufleger hier. Und hier habe ich schon mal ein Häuschen fertig gemacht. Ja, die Kamera muss ich leider wieder so ein bisschen an mich ranzoomen. Deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig, das einzufangen, weil sonst werdet ihr hier hinten wieder geblendet. Ja, aber im Endeffekt habe ich mir hier eine Verpackung gewerkelt. Und weil diese Häuschen hier, das fand ich auch ehrlich gesagt ein bisschen doof, von ihrer Beschaffenheit so sind, dass man sie wohl, also ich vermute das, dass man sie eigentlich oben aufmacht, aber mir das überhaupt nicht gefallen hat, habe ich das einfach so gewerkelt, dass ich das komplett oben schließe und dann unten einmal ja umschlage alles und mir hier dann noch meinen Unterbau mache. Und das möchte ich heute mit euch gemeinsam machen, weil ich weiß, dass da bestimmt einige Freude dran haben, wenn sie sowas als Anleitung bekommen. Was heißt Anleitung? Aber ihr dürft einfach mal mir über die Schulter wieder schauen. Und ich hatte mir jetzt überlegt, ich habe noch nichts ausgestanzt, ich muss das gleich noch machen. Also das hier, das Adventshaus 3, ist diese Verpackung jetzt geworden. Ne? Das ist schon eine schöne längliche und da passt halt auch super. Also ich hätte das ja auch noch länger machen können hier. Das hier ist ja variabel in der Höhe. Ich hatte das jetzt so gemacht, dass es nicht ganz so viel übersteht. Aber je nachdem, was ihr da verpacken möchtet, zum Beispiel ein Duschschaum oder sonst was, könnt ihr das natürlich auch verlängern. Ja? Ich glaube, für den normalen Duschschaum weiß ich jetzt gar nicht, könnte es vielleicht sogar gerade passen, weil der Deckel ja dann hier in diesem Spitzenteil wäre. Ja, müsste ich vielleicht mal testen. Genau. So, ich möchte aber jetzt nicht nochmal das gleiche Haus verwenden, sondern eins der anderen. Und da war ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher, weil die Idee ist, es wirklich maritim zu machen. Seht ihr ja. Und dann möchte ich gerne hier so noch das zweite Häuschen machen. Und dann wollte ich mit gegossenen Buchstaben, wollte ich das Wort entweder Moin oder Ahoi hier irgendwie noch davor machen und dann das vielleicht auf dem Tablett alles arrangieren. Und dann wären das so Strandhäuschen. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn ich jetzt hier dieses kleine noch dazu nehme, dann wären das so zwei Strandhäuser. Beziehungsweise schön wäre es ja eigentlich schon fast, wenn es drei wären. Aber ich glaube, drei schaffe ich einfach nicht. Deswegen zwei wären aber, denke ich, auch okay. Und wenn man dann hier die Buchstaben vorne dran hat mit Ahoi oder Moin, sind ja nur vier Buchstaben, sollte das auch ganz gut aussehen. Ich, ja, glaube, ich nehme tatsächlich dieses hier, wobei mir das hier auch sehr gut gefällt. Aber vom Verhältnis her, ja, passt irgendwie nicht so ganz. Wisst ihr, was ich meine? Also dieses Haus hier ist ja so weit hier unten. Und wenn ich diese Linie hier fortführen möchte, dann ist der Abstand hier irgendwie so hoch. Und ich weiß nicht, ob mir das gefällt, ehrlicherweise. Deswegen denke ich, nehme ich erstmal das. Genau. Legen wir es jetzt einfach mal fest. Man muss sich auch irgendwann mal entscheiden. So, das bedeutet, ich brauche eine Häuserfront hier noch. Und zu diesem Haus hier gehört dieses Set hier. Das hier gehört zu diesem anderen Häuschen und das logischerweise zu dem, was ich euch eben gerade gezeigt habe. Ich werde aber vielleicht diesen Spruch hier verwenden, weil das finde ich schon sehr, sehr hübsch hier, dieses Glück Ahoi. Aber hier sind eigentlich auch schöne Sprüche drin, ne? Das kommt dann hier, könnt ihr das in die Mitte stempeln. Für dich, Herzensmensch, finde ich wunderschön. Oder hier, hab einen tollen Tag. Sonnenschein und gute Laune. Weil hier der Spruch ist ja zum Thema Geburtstag und es soll auch ein Geburtstagsgeschenk werden. Und deswegen, ja, das würde natürlich auch schön aussehen, aber mir gefällt auch dieses Glück Ahoi ganz gut. Werden wir sehen. Schaue ich mir gleich, überlege ich mir noch. Genau, das kann auch erstmal zur Seite. Dann würde ich mir jetzt erstmal, das ist dann hier die Häuserfront, die drauf gehört.
Diese hier. Jetzt würde ich mir erstmal das gleich ausstanzen und jetzt habe ich leider keinen blauen Cardstock mehr. Beziehungsweise nicht mehr diesen mit Leinenstruktur. Das habe ich euch ja auch schon ein paar Mal erzählt, dass ich dieses Leinenstrukturpapier aus dem Shop von Kreativdepot super gerne für Boxen verwende, weil das von der Grammatur her so stabil ist, dass man sich da richtig schöne Verpackungen werkeln kann. Und wenn man jetzt das Thema Maritim sehr gerne mag, ist das halt auch eine sehr, sehr schöne Farbkombi. Ich habe hier so ein Rot und so ein Blau, was wirklich sehr, sehr harmonisch miteinander funktioniert zum Thema Maritim. Und ja, da war jetzt die Idee, ob ich jetzt hier ein rotes Haus mir bastel und da die Farben so umkehre, weil ich habe ja auch von den Animal Dots hier Marineblau irgendwo. Moment. Und dann könnte man das so ein bisschen mischen. Hier. Das würde doch super schön aussehen. Und dann würde ich mir nämlich jetzt einmal das hier, das da in Rot ausstanzen und das hier wieder in so einem Kraft, dass das gleich ist. Und dann schauen, ob ich das Rot stempel oder vielleicht sogar Blau stempel. Mal gucken. Genau. Und dann brauchen wir noch von dem Basic-Papier auch einen Bogen. Das hole ich mir auch gleich. Also ich stanze mal eine Runde und dann legen wir los. So, ich glaube, ich habe soweit alles ausgestanzt und habe mir schon mal den Papierbogen auch zurechtgelegt. Für den Unterbau, das ist hier Basic Marineblau Dudelherzen plus Sprenkel. Da möchte ich nämlich, dass es unten einheitlich ist mit diesem Herzpapier. Genau, und dann habe ich mir, wie gesagt, das Häuschen zweimal ausgestanzt, damit es überhaupt ein Häuschen wird. Und einmal den Aufleger, den wir uns auch gleich bestempeln werden. Jetzt mache ich aber erstmal das Häuschen, zumindest den Deckel, und klebe mir das einmal zusammen. Und falze mir das auch gleich durch. Und mal antrocknen lassen, damit, wenn ich das falte, das nicht bricht. In der Zeit können wir uns mal das hier bestempeln. Ich muss nur mal das Häuschen zur Seite packen, weil ich jetzt meine Stempelhilfe einmal brauche. Denn ich finde, das lässt sich besser bestempeln, wenn man die Stempelhilfe nimmt. Und jetzt ist die Frage, also wahrscheinlich werde ich es blau machen. Weil ich habe erstens wahrscheinlich nicht das passende Rot. Ich weiß aber, ja, es ist schwierig gerade, aber ich glaube, Blau würde. Oh, hier. Blau würde etwas besser passen. Oh, das ist aber hier ein bisschen blöd, dass hier jetzt kein Loch drin ist, weil jetzt muss ich hier mal gucken, wie ich das hier anlege. Weil das gerade wirklich haargenau hier reinpasst mit diesen Pünktchen auch. So. Und dann einmal. Ja. Jetzt habe ich es wieder verschoben. So. So müsste es doch einigermaßen passen, oder? Das ist Millimeterarbeit hier tatsächlich. So, jetzt wird. Also wenn ihr das mit einem normalen Stempel macht, also Stempelblock. Weiß ich nicht, ob man das so gut stempeln kann. Das hätte ein paar Millimeterchen breiter sein dürfen. Oder der Stempel in der Mitte vielleicht ein Ticken kleiner. So. Dann blau oder rot? Ich mach's mal blau. Mal gucken, wie es aussieht. Ich nehme hier das Stamp Market Navy. Die gibt es ja leider nicht mehr im Shop von Kreativdepot, aber ihr habt bestimmt irgendein schönes Marineblau. Oder ihr könnt sie ja auch in jeder anderen Farbe stempeln. Muss mir das mal hier irgendwie kurz. Gucken, dass es wirklich in der Ecke ist. Dann kann ich es nämlich nochmal anlegen und drüber stempeln. Aber ich glaube, das ist gar nicht. Ich hoffe, das ist gut geworden.
Das kann man auf jeden Fall so lassen, aber ich würde da jetzt noch mal drüber gehen, weil das noch ein bisschen blass ist. Und natürlich habe ich es mir jetzt in der Mitte da ein. Aber wisst ihr, was wir da machen? Da nehme ich eine Kreisstanze und setze mir das ein bisschen höher. Wäre eh schöner. Dann ist das auch nicht so flach. Gar nicht so einfach, diese Fläche da blau einzufärben. So, einmal hier kurz gucken, dass das wieder gut in der Ecke liegt. Ja, das geht. Ich glaube, man kriegt es auch einfach nicht immer hundertprozentig hin, dass das jetzt hier vollflächig. Aber ich muss auch sagen, mir gefällt es, ja, dass das nicht so komplett jetzt durchgefärbt ist. Deswegen lasse ich das auch. Und dann muss ich hier einmal kurz einen Zebra reinlegen, weil sonst habe ich das gleich hier auf meiner Stempelhilfe. So, und dann würde ich nämlich den Spruch. Da ist die Frage jetzt, welche? Für dich, Herzensmensch, ist schon schön, oder? Das sieht doch echt toll aus. Ich glaube, das nehme ich auch. Jetzt gucke ich mal kurz, welche Kreisstanze da passt. Übrigens habe ich getestet, ne? Dieser Duschschaum, den kennt ihr ja, der passt tatsächlich in meine Verpackung rein. Die Maße kann ich euch ja nochmal unten in die Infobox reinschreiben. Und dann könnt ihr das ja versuchen. Ist das jetzt hier 1,5? Müsste gut passen. Schauen wir mal. Zack. Perfekt. Passt haargenau. Also ihr braucht 1,5 Inch. Das ist genau das Loch. Dann können wir uns das nämlich auch bestempeln. Und dann kann ich das ein bisschen höher setzen. Und das sieht doch auch gut aus. Ja, blau lassen wir das auf jeden Fall, nicht rot. Das sieht schön aus. Dann kann das hier da drauf. Und das setzen wir uns noch ein bisschen höher. So, bei dem anderen Häuschen habe ich das hier embossed. Das möchte ich eigentlich auch hier wieder versuchen. Damit noch so ein bisschen Weiß da reinkommt. Jetzt habe ich mir hier keinen Lappen gerichtet. Moment. Weil gerade beim Embossen finde ich das immer wichtig, dass man die erste, diesen Klebefilm, wenn ein Stempel neu ist, wegwischt. Weil ich habe immer das Gefühl, dann klappt das Embossen nicht, wenn das da dieser Klebefilm noch drauf ist. Deswegen einmal abrubbeln. So. Und dann einmal embossen in Weiß. Dafür nehme ich wieder mein Opaque Bright White Superfine, weil es eine Schrift ist. Da funktioniert es mit dem Superfine immer richtig gut. Das kann weg und meinen Tisch hätte ich vielleicht auch mal sauber machen können, dass zumindest nicht hier alles wegschwimmt. So, da gut benetzen, weil jetzt habe ich es ja nicht mehr in der Stempelhilfe. Und bei dem anderen hatte ich das nämlich auch in der Stempelhilfe, aber das funktioniert jetzt, glaube ich, auch so, hoffe ich. Einmal hier drücken, gut festdrücken. Ich hoffe, das reicht. Ich finde, auf Kraftpapier sieht das Versamark immer so aus, als wäre das viel zu wenig. Mal gucken. Ich habe es auch nicht abgepudert. Aber ich glaube, das reicht. Hoffe ich. Ja. Ich finde das jetzt auch nicht schlimm, wenn da so ein paar weiße Krümelchen noch drauf sind. Leicht abklopfen. Ja, müsste eigentlich gut passen.
Nur ein ganz kleines bisschen hier. Das ist hier. Vor allem mache ich das richtig gut auch noch mit der falschen Hand, weil ich bin ja Rechtshänder. So, wenn ihr mal so ganz kleine Flocken habt, dann nehmt ihr einfach einen Pinsel und streicht es so weg. Aber das geht. So, dann föhne ich das einmal kurz. Und dann kann das hier auch wieder zurück. Finde ich ganz praktisch, das Teil hier, weil man dann sich das ganze Papier erspart, was ich dann immer verwendet habe, um das zurückzuschütten. Das ist ja auch ein bisschen Verschwendung. Deswegen mache ich das jetzt mal mit dem Teil. Und dann kann das dahin. Das sieht doch schön aus. Sehr, sehr hübsch. Dann klebe ich hier das schon mal fest mit 3D-Punkten. Passend zum Maritim habe ich jetzt auch die Fingernägel mal rot, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das meine Farbe ist tatsächlich. Ich habe ja nicht wirklich oft Nagellack. Aber im Frühling packt es mich dann immer, weil ich dann immer so Lust auf Farbe habe. Und dann hat mir mein Sohn diese Farbe ausgesucht. Ja, fand er besonders hübsch und dann habe ich das mal mitgenommen. Ja, weiß nicht. Bin eher ja so der Pastelltyp. Aber gut, jetzt habe ich es drauf. Außerdem wollte ich auch mal testen, ob der wirklich jetzt besser funktioniert, weil das ist einer, wo ich so einen Überlack drüber gemacht habe. Weil Nagellack, da bin ich ja echt ein Profi drin, dass das nach einem Tag schon so schlimm aussieht, dass man es eigentlich auch sparen kann. Und ja, jetzt teste ich das mal, ob das besser funktioniert. Mit einem Überlack. So, das kleben wir gleich drauf. Jetzt können wir hier erstmal unser Häuschen falzen. Das ist nämlich jetzt auch durchgetrocknet. Und dann kann sich das nämlich auch nicht mehr verschieben. Vielleicht noch das restliche Bossetpulver wegmachen. Ja, und ihr seht, das lässt sich richtig gut auch falzen, obwohl das so dick ist, dieses Leinenpapier. Zum normalen Basteln, bin ich ehrlich, ist es nichts für mich. Da gefällt es mir einfach nicht. Aber für Boxen finde ich es echt cool. Weil man da schon eine sehr gute Stabilität einfach dann hat. Okay, so habe ich jetzt alles. Glaube ja. Nein, das hier noch nicht. So. Okay. Also, dann einmal das und das zusammenkleben. Vielleicht auch so zusammenkleben, dass es nicht so verzogen ist. So. Okay. So, und jetzt tendenziell wäre das ja hier der Boden. Ne? Also wenn das jetzt eine Box wäre, dann wäre das ja hier der Boden. Und vermutlich ist es so gedacht, bin mir jetzt, wie gesagt, nicht sicher, dass man das dann hier oben so zum Öffnen hätte. Das gefällt mir aber nicht. Und deswegen mache ich das so, dass ich diese Teile hier nach innen klappe und das jetzt alles festklebe, dass das hier geschlossen ist, weil ich das nicht hier oben öffnen möchte.
hier an den Seiten. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht gleich alles versaut. Kann man auch mit doppelseitigem Klebeband machen. Aber ich mache das immer lieber mit Flüssigkleber, weil ich immer Angst habe, dass es dann irgendwann wieder aufgeht. So, hier schön bündig kleben. Beiden Seiten. Das kann man dann so ein bisschen nach da biegen. Und jetzt einmal auch die Seiten. Und einmal die Seite. Und dann einmal hier oben. So, und jetzt auch wieder aufpassen, dass das nicht ganz so dolle schmiert. So. Ja. So, und dann hier oben ein bisschen festdrücken, aber es klappt ganz gut. Ich glaube, ich hätte da noch falzen müssen. Ich glaube, da habe ich es vergessen. Ist irgendwie so ein bisschen runder hier, weil ich glaube, ich hier nicht richtig gefalzt habe. Egal. Das sieht man ja nicht. So, und jetzt ist es so, dass ich das hier natürlich nicht unten schließe. Klar, weil ich möchte ja, dass das eine verlängerte Box wird. Und deswegen gebe ich mir jetzt hier einmal Kleber drauf und klappe die so nach innen. Dann hat man nämlich auch hier einen sauberen, schönen Abschluss. Das mache ich ja sowieso gerne bei Deckeln oder Boxen. Und deswegen machen wir das hier auch. Man kann es natürlich abschneiden, aber wäre eigentlich blöd, das abzuschneiden, weil dann hat man nicht so eine schöne Kante unten. Haben wir das. So, dann ist unser. Was ist das jetzt hier dreckig? Naja, gut. Also dann haben wir schon mal unseren Deckel. Kann man hier unten noch ein bisschen drüber fahren, weil leider das manchmal so ein bisschen hier so aufgeraut ist. So. Warum ist da jetzt dieser Dreck? Jo, eventuell hatte ich auch überlegt, ob ich da oben noch ein Fähnchen reinmache bei beiden. Es sollen ja so Strandhäuser sein, in meinem Fall. Dann haben wir hier das hier für vorne drauf. Das sieht doch schick aus. Und die Frage ist jetzt, also das soll ja dann hier so sein. Ich glaube fast von der Deko her können wir mal gucken, ob wir es ein bisschen schlichter lassen, weil ich ja hier schon Gas gegeben habe. Ich könnte es aber auch auf die Seite vielleicht sogar machen. Wegen dem Schiffchen ist es vielleicht so rum besser. Im Endeffekt ist es auch egal. Man kann es ja dann auch so kleben, dass das hier bündig ist. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Wahrscheinlich mache ich das so hälftig. Und ob ich es überhaupt zusammenklebe, ist eh die Frage, weil ich möchte es ja auch bestücken. Mal gucken. So. Ist das schöner? Ne. Aber hier könnte ich das verdecken, weil hier so ein bisschen komische Linien sind. Aber das ist hier nicht so schön. Gut, das ist hier auch. Nehmen wir die Seite. Kann man das festmachen, genau. So, dann hier einmal. Oh, das sehe ich jetzt wieder gar nicht. So ungefähr, oder? Das
bisschen weiter rüber. Oh, diese Pads, ja, die kleben immer direkt. Auch wenn man die nur so ein bisschen abgelegt hat, die kleben. Bombe. Also nichts mit Spielraum. Okay, so, dann fehlt uns jetzt noch der Unterteil. Und da muss ich einmal kurz messen, weil ich möchte ja hier die gleiche Höhe. Und das sind bei mir 4 cm, genau. Und insgesamt ist es dann nämlich hier 17,5 gewesen, genau. So, das heißt, 4 cm möchte ich hier und das sind hier 7. Das sind hier 7,3 plus 4 sind 11,3, richtig? Ja, also 11,3. Einmal kurz ein bisschen Platz machen. Die Dots verteile ich gleich noch. Ich brauche erstmal den Papierbogen. So. Und ich hätte gerne eigentlich ein Blatt Papier. Weil, Moment. Ich nehme gerne das einmal aufschreiben möchte. So. Also. Stift, Höhe 11,3. So, und in der Breite haben wir 4,2, mache ich da. Oh, das ist schon fast ein bisschen, es soll nicht zu so locker sein. Also hier doch 4,2 müsste eigentlich gehen. 4,1 wird wieder zu. Also dann Breite. 4,2. Und hier haben wir 7,2, oder? Ja, 7,2 Länge. 7,2. So, jetzt muss ich nämlich gleich mal ein bisschen nachdenken. Also die gesamte Höhe ist 11,3 und ich möchte das aber auch, dass unten und oben dann der Boden und der Deckel noch dazu kommen. Das heißt, ich muss es mir einmal kurz aufzeichnen. Ich nehme euch da jetzt einfach mal mit. So, und weil das ja eine rechteckige Box ist, sieht es so aus und hier gibt es dann noch eine Klebelasche. So, dann haben wir hier unten den Boden. Zack, zack, zack. Und oben habe ich immer noch ein bisschen Überstand, damit ich das auch wieder umklappen kann. Das heißt, hier haben wir 11,3. Der Boden ist dann. Ja, der Boden ist halt 4,2 logischerweise, weil ja 4,2 und oben ist dann halt irgendein Rest. So, dann haben wir hier 4,2, 7,2, 4,2, 7,2 und hier mache ich immer so 1,5 für die Klebelasche. Nur, dass ihr auch mal so grob seht, wie ich da rangehe. Ne? Also ich messe mir dann immer die Höhe aus, die Breite und die Länge. Dann mache ich mir hier so eine Miniskizze und überlege mir, wie die Box quasi geschlossen wird. Und dann schreibe ich mir einfach die Maße dran. Das heißt, wir brauchen jetzt ein Stück Cardstock. Moment, bevor ich das hier wieder verhaue, es ist zwar mega peinlich, aber ich hole meinen Taschenrechner, weil wir wissen aus der Vergangenheit. Kopfrechnen ist nicht meins. Also 4,2 mal 2 plus 7,2 mal 2 plus 1,5. Das heißt, was? Hä? Oh Leute, seht ihr, es fängt schon an. Also 4,2 plus 7,2 plus 4. 7,2 plus 4. 2 plus 1,5. 24,3. 24,3
Also mache ich 24,5, weil ob das hier länger oder kürzer ist, ist egal. Dann haben wir hier 15,5 und dann mache ich hier oben 20. Also mache ich hier 4,5. Das heißt, 20,0 auf 24,3 ist unser Papierstück, was wir brauchen. So. Mein Mathelehrer wäre so stolz auf mich, dass ich das hingekriegt habe mit einem Taschenrechner. Ja, so ist es. So. Dann einmal unser Schneidebrett. Das heißt, ich schneide mir das jetzt erstmal bei 20 cm ab, weil ich brauche ja nur in der Höhe 20. Dann habe ich nämlich noch ein Reststück. Wobei, so viel Rest habe ich da auch nicht mehr. Aber so, dann geht's los mit Falzen. Ach nee, bei 24,5 schneide ich jetzt auch noch mal ab. So, jetzt falze ich bei 4,2. 4,2. Dann bei, Moment, oh. 4,2 plus 7,2, 11,4. Das ist heute wieder so ein richtiges Video, wie wenn ich nicht vorbereitet bin. Dann plus 4,2, also 15,6. Das sieht man hier immer so richtig schön. Und dann bei 22,8. Habe ich hier eine größere Lasche, aber das ist ja nicht schlimm. So, und dann drehe ich mir das Ganze um und falze das hier nochmal bei 4,2 am Boden. Schaut da aber unbedingt, wie euer Muster verläuft, dass es auch wirklich der Boden ist und nicht der Deckel. Und dann oben bei 4,5. So. Hoffen wir mal, dass es passt. Das wäre sau peinlich, wenn ich jetzt quasi sogar mit Taschenrechner es noch falsch hätte. Aber würde auch zu mir passen, also von daher. So, wir schneiden uns einmal hier eine Klebelasche. Hier oben auch. Na. Und dann schneiden wir uns einmal das hier unten alles ein. Also hier. Ich mache das eigentlich auch gerne mit dem Schneidebrett, weil dann ist es wirklich gerade. Aber das geht auch so. Bei so kleinen Flächen, die nicht so lang sind, dann geht es auch mit der Schere und mit der kleinen. So, einmal oben. Und einmal hier. Dann einmal alles nachfalzen. Haben jetzt hier eine richtig dicke, fette Lasche zum Kleben. Aber ich finde, das wird am Ende ein richtig cooles Geschenk, weil ihr könnt zum Beispiel da diesen Duschschaum reinpacken, in das andere Häuschen vielleicht ein bisschen Schoki oder irgendwas anderes Kleines, was ihr gerne verschenkt. Und deswegen, ich glaube, das wird eine richtig schöne Geschenkidee, da ich weiß auch schon, wer es bekommt, weil bei uns hat jemand demnächst Geburtstag und da werde ich das dann schön befüllen. So, einmal hier zusammenkleben.
Ich muss mir dann nur noch das Wort entweder Ahoi oder Moin gießen. Da habe ich mir aber auch vor kurzem ganz, ganz tolle Buchstaben gekauft. Die zeige ich euch gleich noch. Und auf die habe ich ganz lange gewartet, weil die waren überall ausverkauft. Aber es lohnt sich mega, weil das sind so mega schöne Buchstaben zum Gießen. Und da möchte ich auch noch zum Muttertag und Vatertag was draus werkeln. So, dann haben wir das einmal hier zum Einklappen und dann einmal so. Ja, genau. Gucken, dass die Herzen richtig rum sind. Dann einmal hier unten zukleben. So. Halt, das ist vorne, also erst das hier. Ich schaue nämlich immer das. Moment, ich zeige es euch gleich. So, ich schaue immer, dass wenn wir hier diese Kante haben, dass dann die Vorderseite die schöne Kante hat. Und dann lege ich immer das letzte Bodenteil, lege ich dann so um, dass es hier sauber ist. So, und die Laschen kommen jetzt wieder wie eben auch nach innen, dass oben der Rand schön ist. Und außerdem hat man dann noch mal so ein kleines bisschen mehr Stabilität in der Box. Und bei den Teilen hier müssen wir jetzt uns noch so ein Millimeterchen hier seitlich wegschneiden. Sonst kann man das nicht gut nach innen umlegen. Auf beiden Seiten. Ich hoffe, die Box passt dann auch. Das wäre blöd, wenn nicht. Das ist so grundsätzlich immer das, wo ich schwitze. Dass sie dann auch übereinander passen. Aber manchmal ist es echt so ein Millimeterchen, dass das nicht richtig gut übereinander geht und man muss es dann so quetschen, weil man will es dann auch nicht nochmal neu machen. Aber das habe ich so oft bei so Boxen, dass es immer so ein Millimeterchen zu press ist. Dann haben wir das. Und dann können wir das einmal hier reinkleben. Und die Box hier ist doch auf jeden Fall zum Beispiel perfekt, um ein Parfüm oder sowas reinzupacken. Ich finde, so Männern kann man auch mal öfters so ein Parfüm schenken, ein gutes. Okay, so, Stunde der Wahrheit. Hat sie es richtig gemacht oder nicht? Ja, ich habe es schon wieder sehr, sehr, sehr sportlich bemessen. Ne? Es geht gerade so. Tada! Sehr hübsch. So, und wenn ich das jetzt nebeneinander. Ja, genau. Das passt jetzt genau so. Und jetzt kann man hier noch ein paar Enamel Dots mit dieser Farbe hier aufbringen. Da nehme ich jetzt mal unten noch einen. So viele brauche ich nicht mehr, weil sonst ist es auch ein bisschen too much hier. Aber so, damit es noch ein bisschen dekoriert aussieht, muss da noch ein bisschen was hin. So, aber ich glaube, das ist okay schon so. Ich würde halt hier, bin ich mir nicht so sicher, ich glaube, da würde ich jetzt gar nicht mehr weiter dekorieren, weil das hier schon so viel ist und dann ist das hier schon ein bisschen viel und einmal Nylongarn reicht ja eigentlich auch.
Ja, so. Jetzt könnte man da oben noch Fähnchen anbringen. Da weiß ich aber noch nicht so richtig, ob ich das machen soll oder nicht. Ich glaube, ich gucke mir das erstmal an, wenn das fertig ist. Und jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, dass das steht. Und hier davor, also entweder mache ich es dann doch bündig oder doch so ein bisschen versetzt, da sollen dann diese Buchstaben Ahoi hin. Oder Moin, bin ich mir immer noch nicht sicher. Und zwar aus diesen Buchstaben hier. Boah, knister, knister. Diese Buchstaben habe ich mir hier gegönnt und die sind super, super schön. Und da werde ich jetzt auf jeden Fall gleich mal welche gießen. Und ja, das fertige Ergebnis seht ihr dann entweder bei Instagram oder ich blende euch hier mal noch dann vom Endergebnis ein Bild ein. Ich darf es nur nicht vergessen. Und dann hoffe ich, hattet ihr Spaß beim Zuschauen. Und ja, also wer will, könnte sich ja jetzt theoretisch noch ein drittes Häuschen dazu bauen. Und dann wäre es noch mal ein bisschen länger, aber ich denke, mir reichen die beiden auch für das Wort. Genau. Ja. Ah, halt! Ha, guck mal, ich wollte mich schon verabschieden. Was habe ich vergessen? Ich habe meine Koliro-Sprenkel vergessen. Das mache ich jetzt noch mit euch zusammen. Weil das ist ja immer noch der i-Tupfen oben drauf. Und da habe ich nämlich hier die Farbe Moonlight verwendet. Seht ihr das? Das ist hier so ein bisschen und hier oben. Und ja, das geht ja gar nicht ohne. Ich finde, das ist immer noch der letzte Eyecatcher auf so einem Projekt. Gerade noch so die Kurve gekriegt. Sonst hätte ich es echt vergessen. So, und die Farbe Moonlight ist halt echt, die deckt mega, mega gut. Und da gebe ich mir jetzt hier ordentlich einen Sprenkler drauf. Und dann hier auf jeden Fall. Ja, das reicht. Denn selbst wenn das für einen Mann ist, ein bisschen so solche Farben, finde ich, kann man da auch drauf packen. Und hat dann da nochmal einen sehr schönen Effekt. Jetzt einmal trocknen lassen. Und dann mega. Ich finde es richtig, richtig cool. Genau, so jetzt aber. Genau. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start ins Wochenende und dann sehen wir uns zum nächsten Video und ich blende euch noch die Bilder ein. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.